Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Genshin Impact. Ich weiß noch nicht, ob man da was hört, aber ich habe jetzt einige Zeit damit verbracht, mir Tutorials zum Mikrofon anzugucken, um meinen Sound ein bisschen zu verbessern. Ich hoffe, das hat jetzt hingehauen. Ihr könnt mir das mal gerne in die Kommentare schreiben und meine Videos dürften minimal besser sein, was die Qualität angeht, weil ich jetzt statt auf 8500 auf einer Bitrate von 20.000 aufnehme. Ist immer noch weit unter YouTube-Standard, weil ja, normalerweise nimmt man Videos auf 65.000 auf und rendert die auch auf 65.000, aber ich muss die auch noch schaffen, irgendwie hochzuladen, ja. Ich werde das jetzt erstmal versuchen. Es kann sein, dass ich später dann wieder zurückgehe auf ein bisschen geringer. Was einfach daran liegt, dass ich, ja, vermutlich das wahrscheinlich nicht hochladen werden kann die ganze Zeit. Gut, es hat sich einiges getan. Unter anderem hat Nahida jetzt viel weniger ATK, weil ich habe ihr jetzt das Landstreicher-Noten gegeben. Ist aber erst auf Level 50 mit kritisch. Somit hat Nahida jetzt 52% KD und 112 kritisch. Sie hat aktuell hier das Dendro-Artefakt mit KD. Dann hat sie hier Dendro-Charm mit ins Herz geschlossene Mädchen. Da werden wir noch gucken, ob wir ein besseres Dendro-Schaden-Ding kriegen. Das habe ich noch nicht geändert. Das werde ich auf alle Fälle noch ändern, weil alle anderen werden quasi zu denen hier gemacht, damit sie quasi so ein Vierer-Set hat. Hier hat sie jetzt LP und 3,9 KD. Das ist jetzt nicht so nice. Wir werden dann noch gucken, ob wir was anderes kriegen. Ja. Und die anderen Sachen, die muss ich leider erst farmen. Und um Nahida gut farmen zu können, bin ich gerade dabei, ihre Waffe zu leveln. Ich guck mal kurz, ob ich die heutigen Dailies schon erledigt habe. Nein. 1, 2, 3, wo ist Nummer 4? Da. Ach so, das ist das da. Okay, dann machen wir jetzt die Dailies. Ah. So. Oh, ich muss zuerst natürlich mit ihr reden. Nein, jetzt habe ich den Schmetterling vom Borst. Ich brauche die Blätter vom Baum, bitte. Mhm. Kriegst du. Wahrscheinlich. Oder so. Ah, Animokraft. Ja, ja. Ich werde da hochklettern für dich, Baby. Warum redest du eigentlich so viel? Das ist eine stinknormale Daily Quest. Da hast du nicht 5 Jahre zu reden. Ich habe dir nämlich schon 20 Milliarden Blätter von darunter geholt. Ah, da ist dieses Mal keins. Interesting. Das heißt, die sind nicht immer an derselben Stelle. Okay, da ist keins. Da oben ist schon das erste. Zack. Da vorne ist das zweite. Holen wir uns auch noch. Und das dritte ist da hinten. Da bin ich fast runtergefallen. Oh, dann holen wir jetzt erstmal Hudao raus. Die werden wir nämlich gleich brauchen. Send one, send them all.
So. Als nächstes kommt das. Vernichte alle Monster. Ich trinke mal eben ganz kurz was. Toodaloo. Okay. Sodale. Dann hoch da. Oh Gott, das ist ja noch über 100 Meter entfernt. Das ist ein Eistyp. Okay. Hudau macht das. Hudau wird den richtig fertig machen. So, als nächstes ist das hier mit 10 und das da ist Elementarherausforderung. Okay. Die Mission mag ich nicht so gern. Da müssen wir jetzt drauf achten, dass wir den Frost... wie heißen die überhaupt? Nur mal kurz gucken, wie die heißen. Samadjul. Okay, Frost Samadjul. Let's just finish the job and leave. Shine up. Stand with me. Okay. Dann heilen wir kurz durch. Ah, das reicht. Stand with me. Right. The bond is strong. So, wir sollten jetzt schon durchheilen, weil da, wo wir gleich losstarten müssen, das sind direkt Gegner am Spawn, die uns sonst auf die Eier gehen werden. So, jetzt müssen wir nur kurz warten, dass die... Zack, genau da. Das sind die Gegner, die ich meinte, by the way. Bin ja mal gespannt, wann ich mich mal dran traue, quasi die roten Dinger hier zu farmen. Yeah.
Right. Das hätten wir. What a bummer. By the way, könnte ich es jetzt schaffen mit Yelan und mit Hudao, die Abyss-Dinger dazu machen. Müssten wir mal ausprobieren. Ad Astra. Thank you for completing today. So. Zack. Ein 10er Pull haben wir mittlerweile wieder. Haben wir 16. Und jetzt geht's. Ah ja, stimmt. Nahida ist jetzt auf 90. Barbara ist auf 90. Und ja. Das war's, glaube ich. Hat sich bei Lumine was verändert? Nö, glaub nicht. Okay. Dann werden wir jetzt hier verstärken. Und ja. Zack. Heute ist der Dungeon nämlich auf. Das heißt, wir werden da heute richtig schön reinfarmen. Ja, ich habe ein F gedrückt, wenn ich gehe. Das zu tun. Was gibt's denn hier noch schnell für Gegner? Hydro und Hydro. Ha. Da habe ich tatsächlich gar nichts Interesse, dafür. Also Yelan bringt uns gar nichts, da sind wir uns, glaube ich, einig, ja. Ich bräuchte Kekwin, die wäre ganz nice, oder generell ein Char, der die ganze Zeit über Blitz macht. Aber ich denke, ich werde dann einfach mal mit Nahida da reinspazieren. Ja. Time to broaden the horizons again. Auch wenn ich glaube, dass Nahida da jetzt nicht viel ausrichten wird. Illusion shattered. I see everything. Ja, okay, das geht doch ziemlich einfacher als gedacht mit Nahida. Auch wenn ich gleich Schmetterlinge holen muss, 5 Stück. Ah, naja, einmal können wir noch. Ich habe nichts mehr zum Aufleveln. Ah. Dann opfern wir mal ein paar Favonius-Schwerter. Bis auf 1. Thank you.
Right. Illusion Oh lol, der ist schon down. Time to go. Oh, tatsächlich bin ich jetzt schon ordentlich müde. Aber jetzt ist halt erst 4 Uhr. Das heißt, ich muss noch. Das Problem ist, wir haben jetzt mittlerweile schon wieder kein Auflevel-Erz mehr. Das geht so schnell zur Neige. Oh. Keine Schmetterlinge hier. Wahrscheinlich, weil es so pisst. It's a nice day, but... Mann, den zweiten habe ich jetzt nicht bekommen, weil ich den unbedingt haben wollte. Oh, ich könnte direkt schlafen. Nice, dass ich jetzt sage, ich kann direkt schlafen. Dabei muss ich noch 5 Stunden. Oder nee, gar nicht 5 Stunden. Red Bullshit. 3 Stunden. Wie viel habe ich jetzt von dem Chor? Hier müsste das drin sein, ne? Nee. Dann hier. 6. Gut. Meins zu viel, aber was soll's? Was soll's? Oh. Zack. Von 6, ne? Ich glaube 6, 9 und dann 3. 6. Ne, 3. Okay. Jo.
Scheiße. Okay. Wir müssen jetzt Geld farmen, und um uns die Scheiße für 100.000 pro Stück zu kaufen. Das heißt, mit jedem Ding, mit vier Gelddomains kriegen wir ein Aufrüstungserz. Ich weiß ja nicht, ob das so vom Erfolg geprägt ist. Aber das ist halt das Problem, wenn man so viel grindet. Aber ich muss so viel grinden. Einfach weil ich Depp das Weltenlevel erhöht habe. Und wir sind ja auf nur auf Weltenlevel 7. Ich könnte ja auf 8 gehen. Dann wäre alles gleich noch. Ich mach das jetzt einfach, um euch zu zeigen, wie scheiße das ist. So. Wir sind jetzt auf Weltenlevel 8. By the way, die Bosse, die sind jetzt Level 93. Gut. Ich habe Yela nicht mitgenommen. Ich war gestern nicht in der Lampe. Jetzt haben wir schon wieder nichts mehr. Den Herzensblick können wir weghauen. Da habe ich nämlich... Wo ist denn der andere Herzensblick? Was? Werden Sachen nicht angezeigt, die Figuren tragen? Weil da habe ich den Herzensblick. Right. Kann ich nicht einfach da auf Schloss klicken? Das wird schwerer gemacht, als es sein müsste. By the way, hier habe ich nochmal zweimal die Landstreichernote. 5, 5 und ja, die ich da gerade hatte, ist auch 5. Hunderteinundzwanzig kritisch hat Mahida jetzt.
Und der Angriff ist wieder auf 1100 hoch. Ich muss zumindest noch genug farmen, dass ich die Waffe hochleveln kann. Also, dass ich genug Mats habe, um die Waffe hochzuleveln. Ohne, dass ich sie jetzt wirklich hochlevel, weil uns halt einfach die Scheiße hier fehlt. Das Verstärkungserz. Da kriegen wir jetzt wieder 12 von, aber 12 ist halt auch gar nichts, ne? 120. Okay, ich habe nichts gesagt. Als nächstes gibt's Imani. Aber naja. Der Erlebnispass wird in 2 Stunden zurückgesetzt. Also werden wir das nicht mehr schaffen. So. Dann wieder rein da. Wir müssten jetzt eigentlich ja den Unterschied an Ding merken, ne? An Nahida. Ich mache mir mal ganz kurz ein Energiegetränk auf. Mein vorletzter Energy, den ich habe. Ah. So. Dann let's go und farmen. Na, jeder müsste jetzt hier ein bisschen stärker sein als gerade eben noch. Nahidas Verbindung macht sogar die Schilder kaputt. Das finde ich nice. Ach so. Jetzt verstehe ich, warum das Schild vom anderen kaputt geht. Dadurch, dass ich quasi den einen damage und Nahida die verbunden hat, kriegt er in seiner Blase Damage. Und da er Damage kriegt, macht Shogun den da. Und das übt die ganze Zeit Elektro aufs Schild aus. Weil normalerweise, wenn ich mit Raiden E mache und dann angreife, passiert einfach nichts, weil das Schild natürlich, weil halt der Effekt von Raidens E-Attacke ja nur gilt, wenn der Gegner Damage bekommt. Aber da das Schild quasi den Damage komplett wegdenkt, kriegt er ja keinen Damage, deswegen löst das nicht aus. Durch Nahida aber kriegt er in seiner Blase Damage. Und dadurch löst das aus. Das ist nice. Okay, 2 haben wir jetzt davon. 2 können wir noch herstellen. Ja, wir müssen safe nochmal. Und danach müssen wir sowieso noch ein paar Mal, weil wir müssen die goldenen Dinge auch noch wegfarmen. Kurz Luki Luki machen. 2 von 6 haben wir. Das heißt, ich muss noch 4 herstellen. Und davon habe ich jetzt nichts mehr. Kann ich die Scheiße noch kaufen? Nee. Kann ich die hier kaufen? Ja. Dann kaufen wir die. Ja, das ist ein zweites Mal werde ich es nicht schaffen. Bin ja mal gespannt, was das nächste Banner sein wird. Angekündigt wurde, glaube ich, noch nichts. Aber jetzt ist ja Hu Dao, glaube ich, noch nicht so lang weg, ne?
Giveaway. Giveaway. Oh, Uki hat ein Giveaway gemacht, eine 5-Sterne-Waffe. Vote for Changes? Also, das ist schon ewig her. Patch Notes? Launcher Updates? Ist es Patch Notes? Ne, es ist News. Ne, bis jetzt noch nicht. Naja, aber die Banner werden 2 Wochen stehen. Das bedeutet, ich guck mal ganz kurz. Hier. 3. Mai. Am Mittwoch war das. Das heißt, am 5. hat es gechanged. Das heißt, das Clip-Banner ist jetzt noch am 19. bis zum 19. da. Also falls ihr Klee haben wollt, bis 19.05. ist sie noch da, bis um am 19.05. um 0 Uhr oder so. Ich weiß gerade nicht ganz genau, wann der Server gerestartet wird und die Banner dann changen. Aber, naja. Freitags. Ich weiß nur nicht, ob freitags direkt morgens um 0 Uhr oder vom Wechsel von Freitag auf Samstag. Das weiß ich leider nicht. Vier mal 3 ist 12, ne? Everyone hold hands. Oh, okay, Raiden Shoguns Schild Elektro macht gar nichts, sondern Nahidas Dendro Hinterbleibsel. Die explodieren, die tun dem Schild Aua machen. Zwei. Okay. Dann haben wir jetzt genug, zumindest für den Limit Break, wie es so viele gerne sagen. Weil, ich sag jetzt mal, ich sag normalerweise, ja, das reicht jetzt, um die Waffe auf Level 80 zu machen. Das Problem ist, wir leveln sie ja quasi nur, wir stufen sie quasi nur hoch, dass sie auf Level 80 gemacht werden könnte, wenn man genug hat. Und mir fehlt Money. Ist mir gerade aufgefallen. Naja, erstmal 4 Stück herstellen. So. Davon haben wir jetzt 8. Das heißt, das geht sich nicht aus, ne? 6 brauche ich. Ja. Ich wollte nämlich schon mal ein Ding herstellen. Ups. Ein... Na, wie heißt's? Been counting.